haben wir auch. Und hier gibt es nichts weiter. Kurzes Rohr. Selbstgebaute Pistole. Ey, dann bauen wir uns jetzt eine Pistole. Keine Schrotflinte, sondern eine Pistole. Aber das ist doch auch schon mal was für einen Anfang. So, hier mache ich auch noch mal das Feuerchen an. Und wir können diese komischen Pflanzen kochen. So, okay, die Pflanzen haben wir zur Gänze gekocht. Komme ich hier rein? Nö, da komme ich nicht rein. Aber wir könnten noch mal in das Inventory gehen und sagen, wir wollen das gerne zusammenfügen mit dem. Das zusammenfügen mit dem. Und das zusammenfügen mit diesen Materialien und das aus. Das zusammenfügen mit dem. Da haben wir zumindest schon mal eine aus Schrott selbstgebaute Treibgaspistole, niedrige Feuerrate, niedriger Schaden und mittlere Reichweite. So. Okay, wir haben aber hier unsere besseren Bögen. Wow. Also, wenn wir hier so einen Samurai-Helm nehmen. Oder er doch den, hör mal. Helm, niedriger Schutz. Ich würde mal den Punkerhelm sagen, wa? Der sieht so anarchiemäßig aus. So, okay, wir brauchen auch so langsam mal wieder Wasser. Ich glaube, wir gehen erstmal zu Coco. Mit der komischen Dingens da, mit der komischen weißen Frucht. Und dann gucken wir mal, wie es weiter aussieht mit den Äffchens. Also da haben wir ja noch einen anderen Affen. Mit dem können wir ja auch nochmal reden. Und dann schauen wir mal weiter. So. Coco, hallo. Hallo, Coco. Good white plants, smelling good. Coco give big reward for survivor. Pilze für Überlebende. Mushrooms very precious. Mushrooms and leaves keep them. Wow. Wählerischer Affe. Wählerische Affen. 12 Stück gibt's da von denen. So, den zweiten haben wir ja auch gleich, oder? Ich switch mal eben da unten. Auf das. So, okay. Was ist denn das hier? Kurzes Rohr. Ah, guck mal, da haben wir noch ein kurzes Rohr. Können wir das Ding? Ach schade, ich dachte, das können wir vielleicht nochmal auseinanderbauen und noch ein weiteres Rohr hinzufügen. Aber anscheinend ja nicht. So. Okay, ich darf die Pfeile nicht so arg verschwenden. Ist nicht, wenn die hier schon mehr Schaden machen, ne? Genickschuss. So. Arschgeige. Hammer. Ja, ich wollte eigentlich mich da nochmal zu dem Wasser kämpfen. Zu der kleinen Wasserstelle von vorhin. Ich muss mal sagen, ich glaube, die Pfeile sind ein bisschen blöder. Oder hängt das damit zusammen, weil wir gerade am Dehydrieren sind? Das könnte natürlich auch sein, aber... Weil es mir gerade so vorkommt, als ob wir hier gerade überhaupt keinen Blumentopf damit gewinnen. Das ist wahrscheinlich meine eingeschränkte Meinung.
ein Stückchen. Oh! Okay, bei dem Vieh haben wir es eiskalt gemerkt, dass wir Mighty Killer sind, dass wir richtig, richtig mächtig sind. Ja, also davor brauchten wir ja irgendwas um die fast 4 Pfeile. Jetzt haben wir einen gebraucht. 2. Und somit, ja, da sage ich mal, das ist echt schon nicht schlecht gewesen. So. Hey, warte mal, wie viel bringt uns das? Nee, das ist das Gebratene gewesen. Das war's. 100 Hunger und Gesundheit bringt uns das Ding wieder. Okay, essen. Sehr schön. Und ja, gekochtes Fleisch haben wir auch gleich nochmal uns geholt. Dann brauchen wir nämlich keine Angst haben, dass die wegen unserem Fleisch ankommen. So, so und so. Na, guter Affe, wie sieht's aus? Was willst du? Coco looking for yellow fruits. Love yellow fruits. Give Coco 3 yellow fruits. Do this and Coco give you big gift. Was sind gelbe Früchte? Ach so, die exotischen Früchte. Ja. Coco happy. Big room. 15 Federn! Ja, okay. 2 von 12 Affen. Ja, also diese Früchte hatten wir ja noch im Inventory und somit... Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir dadurch auf diese andere... also in andere Teilabschnitte von diesen Inseln kommen. Dass die uns irgendwie die Parts öffnen. Das hätte ich eigentlich erwartet und nicht... Dass die einfach nur sagen, ja, 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 schön, danke, hier kriegst du ein bisschen was davon an Belohnung. Oder dass die uns einfach mal eine Schrotflinte schenken. Ach du Kacke. Das ist echt nur eine Pistole, also nur eine Einmal-Schuss-Pistole. Und dann geht's weiter. Ich renn mal eben hier zurück. Und wir sprechen mal mit Andrew, unserem ersten wahren Freund. Oh, was ist das da für einer? Was war denn das für ein Vieh? So, also da... Ach, guck mal, da ist auch ein Affe dazugekommen, mit dem wir sprechen können. Na, schau mal einer, guck. Boah, da hätte ich ja fast Munition verloren, ja. Aber zum Glück habe ich nochmal geguckt. Ey, der macht... Der macht Explosionsschaden? Was ist denn das für ein Vieh? Wo sind wir hier bloß hingeraten, sag ich euch? Geht doch nicht. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich von dieser Pistole halten soll. Es ist halt eine Schnellschussvariante. Ich versuche jetzt mal das wieder zu markieren. Also, ja. Für diese fetten Viecher eventuell gut. Ich glaube, für die kleinen... Ist das jetzt nicht so zukunftsweisend? Markiert ihn! Das ist natürlich nicht schlecht, ja? Also, in solchen großen Gruppen kannst du damit schon verheerenden Schaden anrichten. Sayonara, Penner.
Easy. Okay, also. Was du willst? Was du willst? Komm her! Komm her, wenn du was mit mir daten möchtest. Ja, wenn du was mit mir besprechen möchtest, komm her. Wenn nicht, dann nicht. So. Aber ich gehe mal jetzt mit der Sache daran. Wir haben. Warte. Wir haben ja hier die Möglichkeit, noch nach weiter nach unten zu skillen. Machen wir hier schnelles Ziehen. Ich weiß es gerade gar nicht. Gehen wir hier nach weiter nach unten? Möglichkeit, Flammenwerfer herzustellen. Sprengpfeile herzustellen. Wenn wir Zombies mit Feuer töten. Dafür brauchen wir aber einen Benzinkanister, wa? So, deswegen machen wir es einfach so. Hey, I thought you were dead. So long. Where were you? Nein, Raymond, wir sind nicht tot. The boat is loaded with gas, but we can't leave yet. Andrew has the engine starter. I was foolish to let him carry it. But how was I to know he would let himself get bit? Would you go back to him and get it? He might try to come with us. Best not to tell him we're leaving. Tell him, I don't know, tell him something. It's cruel, I know, but it must be done. So, okay, wir sollen ihm irgendwas anderes sagen, außer dass wir los wollen. Pff, wir sagen ihm eiskalt, dass wir los wollen. Sauber. Hey. Hurry. Henry won't last long. His pulse is very weak. We are east of the archipelago. Ich glaube, das war auch die Tusse. Das war dasselbe, was die ja schon davor gesagt hat. So, okay. Ja, hier, komm. Coco, was willst du? Coco finding great treasure. Willst du Schatz von Coco? Brrr, Kia. Big bag for Coco to get great treasure. Big bag with animal hide. Jo, das kriegen wir hin. Das kriegen wir doch hin. Das ist kein Problem. Das ist eins unserer leichtesten Übungen. Hier haben wir sogar so ein Ding. Und dann sagen wir mal zusammenfügen mit der Kordel und so easy. Big bag, beautiful. Treasure for survivor. Bördelrohr. Ja, Mann, drei Affen. Ja, dich markieren wir, Mann. Bis zum Tod. Sauber. Also, wenn wir den Snipern, kriegen wir sogar 45 Erfahrungspunkte. Na, das ist ja schon mal gut zu wissen. So, nochmal kurz nachgeladen. Und ich möchte jetzt das einfach mal austesten. Warte, das trennen. So. Das zusammenfügen. Das zusammenfügen mit dem. Und das zusammenfügen mit dem. Selbstgebaute Pumpgun! Ausrüsten! So, jetzt müssen wir nochmal was anderes machen. Zusammenfügen. Schade, ich dachte, wir können dann. Ich dachte, wir können eventuell sogar, ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Ich dachte, wir können. Ach scheiße, die hat nur 60 Schuss. Ja, okay. Ich dachte, wir können hier vielleicht noch irgendwo anderweitig etwas an das Ding ranschrauben. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, unsere Machete als Bajonett-Aufsatz beispielsweise. Haha! Aber versuchst du zu flüchten, wa? Versuchst du zu flüchten, Arschloch?
Aber nicht mit uns, Mann. Ja, so einfach sieht das aus. Ich muss mal sagen, ich glaube, die Pumpgun, die ist für mich ein bisschen zu... ja. Wie soll ich das ordentlich formulieren? Ledergurt. Als solches nutzlos, könnte aber perfekt sein, um eine Waffe an den Körper zu binden. Ja, okay. Ja, wie soll ich das formulieren? Ich finde es nicht so arg schön, dass die so viel Munition frisst. Aber kann man jetzt auch nicht wirklich was dagegen machen. So. Ich könnte jetzt natürlich wieder eine Pistole basteln, aber ob das jetzt so im Sinne des Erfinders ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Große Gabel. Eine kaputte Stück einer Mistgabel. Als solches nutzlos. Wir können das ja noch nicht mal zusammenfügen. Zusammenfügen? So, zusammenfügen. Oh. Zum Sterben köstlich. Steak mit Pilzen. Sehr schön. Sehr schön. Okay, die Röhrchen haben wir noch. Wir könnten ja rein theoretisch da nochmal zu Kovac dann eventuell zurückgehen. Und uns dann nochmal diese Materialien für eine zweite Waffe also klauen. Und uns dann noch eine Pistole bauen, die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen besser mit den Ressourcen umgeht. Ich zünde hier mal das Feuer an, dann sieht das hier auch ein bisschen besser aus. Lagentechnisch. Und nicht so runtergekommen. Guter Herr, was ist denn los? Oh, du bist es. Ich hatte dich eigentlich schon für tot gehalten. Hast du, Raymond gefunden? Es ist hier so verdammt kalt und ich habe solchen Hunger. Ich würde dich essen, wenn ich dich in die Finger kriege. Ganz ruhig, ich zieh dich bloß auf. Was gibt's Neues, außer dass du mich retten kommst? Hast du mir etwas zu essen gebracht? Warte, halt, ich hab's mir anders überlegt. Du kannst ihn haben, das Brot ist sowieso ein Wrack. Bring mir was zu essen, aber keine Wurzeln oder so ein Scheiß. Ich will Fleisch, frisches Fleisch, verstehst du? Wow. Ja, soll ich jetzt ihm ein Stückchen Fleisch bringen? Okay, ich soll jetzt einen Hirsch jagen und dann das frische Fleisch ihm bringen. So, wir brauchen eine Schlafgelegenheit. Toll. Ach, guck mal. Da haben wir noch ein paar Früchte. Ich finde das geil, dass du da durch das Früchte einsammeln unter anderem auch noch ein bisschen was an Zeug bekommst. Boah, da haben wir noch so einen Fettsack hier, Mann. So. Eins, zwei. What the hell? Das war ja voll unfair.
Wisst ihr was? Ich glaube, das hing damit zusammen, weil wir so einen Metallhelm auf der Birne haben. Ja. Und dass ein Metallhelm jetzt nicht gerade der beste, der beste Schutz ist. Moment. Das wollen wir auch glatt mal ändern. Bevor ich nochmal drauf gehe. Obwohl, ich bin ja noch nicht einmal drauf gegangen, aber ihr wisst, was ich meine.